Worum geht es, wenn wir uns mit dem feministischen Blick auf den männlichen Körper beschäftigen? Auf diese Frage stoßen wir gleich am Eingang mit der französischen Künstlerin Orlan. Ihre Arbeit L'Origine de la Guerre von 1989 lenkt unsere Aufmerksamkeit sehr direkt auf das männliche Geschlecht und bezieht sich dabei explizit auf Gustave Courbets berühmtes Gemälde L'Origine du Monde aus dem Jahr 1866, das wir direkt daneben platziert haben. Tatsächlich sind wir in der europäischen Kunstgeschichte nur so von Darstellungen des nackten weiblichen Körpers umgeben. Die unbekleidete Frau ist in allen erdenklichen Posen und Ansichten zu haben. An ihren nackten Anblick haben wir uns gewöhnt. Aber wie sieht es mit dem männlichen Körper aus? Gerade in der neuzeitlichen Kunst, also seit gut 250 Jahren, scheint der Männerakt aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehend verschwunden zu sein. Das hängt damit zusammen, dass der menschliche Körper in der europäischen Kunstgeschichte immer mehr sexualisiert und damit tabuisiert wurde. Genauer gesagt, wurde alles Sexuelle mit dem Weiblichen verbunden, während der Mann als erotisches Wesen in der Kunst gar nicht existiert, bis auf einige Beispiele aus der homoerotischen Kunst, aber eben immer aus männlicher Perspektive. So she became the object. And so I thought about this a lot and I thought, wouldn't it be interesting to have the male jump from outside the painting into the painting? It's no longer the gaze, it's a participation. And as a female painter, feminist, it was two things for me. One was, it was playful. It was playful about the whole concept about the male gaze and that the male jumps in. And the other was, it was threatening. So they were both together. And I think that that's the way the female thinks, you know, because it's a broad spectrum. And technically how I did this is I recreated the painting, and because of my background in conservation, I've worked a lot with x-rays. And so I used the male figure. I painted the areas in, that I wanted to x-ray with lead white. So the male figure is painted in lead white and he would x-ray. But then when you put the dark color over it, he sort of diminishes it. So you just see, when you look at the painting, you just see the pentimento, because the lead absorbs on the top and you see the faint figure of the male. Das geht vor allen Dingen darum, dass eigentlich in den Medien und überall anders noch heutzutage eigentlich weibliche Sexualität immer nur so beschrieben wird, wie eigentlich Männer sie empfinden und nicht wie Frauen sie empfinden, oder gar mit die Realität der Männer und nicht die Realität der Frauen. Unsere Ausstellung dreht diese Verhältnisse um und zeigt erstmals Werke von Künstlerinnen, die ihrem eigenen Begehren mit dem Blick auf den Mann Ausdruck geben. Men have been doing the female nude for centuries and the male nude was not being shown. And even Linda Nochlin, the historian, asked me when I met her in 1972, why isn't anyone doing the male nude? And I said, I have been doing it for about 10 years. And on the other side, Alice Neal asked me, why was I doing that? Because very often the penis was erect. So it wasn't bad enough that I was doing the male nude, but an issue that was very, very taboo. And I felt that it was very natural because I never told my models how to pose. And perhaps they were aroused by me, you know, looking at them, and I had to be very specific looking. And so they would have an erection. And I drew very fast to capture the moment. That's how that all happened. I had no motivation in, you know, drawing any particular way. And that's what excited so many people and put me in the throes of a controversy. And so it was even more challenging. Ich denke, als Frau, oder gerade in gesellschaftlichen Umbruchzeiten, ist es so, dass nicht vielleicht Mann oder ich in dem Sinne sich doch Gedanken macht über die Rolle Mann-Frau und natürlich, was
Man wird ja schon erzogen oder selbst heute noch, was ein Mädchen macht oder nicht machen soll und was die Jungs dürfen und was die Mädchen nicht dürfen und so weiter. Also das ist einfach auch ein Nachdenken ist über männlich-weiblich, also nicht nur über den männlichen Körper. Das ist mir zu kurz gedacht, so habe ich nie gedacht. Sondern wirklich, was ist männlich-weiblich, was ist Sexualität, was ist Sinnlichkeit, was ist Erotik, Sexualität. Also im großen Sinne eben auch, was mag man, vor was hat man Angst etc. All das sind Sachen, die man dann selber nachdenken muss und auch Stellung beziehen muss. Die Frage, warum es eine Ausstellung dieser Art noch nie gegeben hat, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Zensur. Anders gesagt, wurde zeitgenössischen Künstlerinnen, die es wagten, nackte Männer darzustellen, von Anfang an vorgeworfen, ihre Bilder seien obszön. Und das von Männern, die sich über die pornografischsten weiblichen Akte nicht erregt hätten. Das lässt sich an zwei ganz konkreten Beispielen veranschaulichen. Das erste betrifft eine großformatige Malerei der Amerikanerin Betty Tompkins mit dem Titel Fuck Painting, entstanden 1969. Sie sollte 1973 mit einer weiteren Arbeit bei einer Gruppenausstellung zum Thema Fotorealismus in Paris gezeigt werden. Doch sie wurde vom französischen Zoll beschlagnahmt und fast ein Jahr lang nicht freigegeben. Vielleicht war es Ironie des Schicksals oder die liberale Ankaufspolitik, die dafür sorgte, dass gerade dieses Bild im Jahr 2004 vom Centre Pompidou in Paris erworben werden konnte. Gegen eine Liberalisierung in Frankreich spricht allerdings die Geschichte von Odu Pasquier-Grall, deren Videoarbeit The Male Cycle No. 4 noch im Februar 2002 in Paris zensiert wurde. Am Tag vor der Eröffnung wurde die Einzelausstellung, die das Kunstzentrum einer Universität initiiert hatte, durch den Präsidenten der Universität abgesagt. Verschiedene französische Institutionen und Medien reagierten kritisch auf diese Zensur, jedoch ohne Erfolg. Auch diese Videoarbeit ist nun in unserer Ausstellung zu sehen. Doch das Thema Zensur begleitet quasi von Anfang an die Arbeit dieser Künstlerin, weil sie mit ihrem Blick auf den männlichen Körper nicht nur gleich mehrere Tabus brechen, sondern die bestehenden Geschlechterverhältnisse auf den Kopf stellen. Geschlechterverhältnisse, die sich über Jahrhunderte in der Kunstgeschichte und in jüngster Zeit über die Werbung etabliert haben. I joined the women's movement, which was very supportive, and I stayed, you know, with that. And when women's art was not shown, women came out on the street and picketed against the museums and galleries and put posters all over. At that time, it was Soho, which was the artist community, you know. And I just kept doing my work because I believed in my work. No matter what happened, that didn't stop me from doing it. Mit ihren Darstellungen erotischer Männerkörper erheben sie Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische Autorität. Sie tun dies mit Fantasie, Ironie, Lust und Humor, aber auch mit einem sehr selbstbewussten und kritischen Blick auf die Machtverhältnisse, die darüber entscheiden, wer schaut und wer angeschaut wird. Die Sache mit dem weiblichen Blick, ich weiß es nicht. Es gibt jetzt nicht irgendwie formale Kriterien, wo man sagen kann, das ist ein weiblicher, also meiner Meinung nach, das ist ein weiblicher Blick oder das ist ein männlicher Blick, weil wir sind ja alle verschieden und jeder Künstler ist verschieden, jede Künstlerin, jeder hat einfach seinen eigenen Blick. Aber mich interessiert, ich schaue mir einfach, wenn ich, mich interessiert immer, dass diese Blickkonstellation, das Modell, die Künstlerin und der Betrachter oder die Betrachterin, wer guckt hier wen an und mit welcher Intention. Das heißt, wenn ich ein Bild von einem Akt sehe, schaue ich immer auch, von wem ist es gemacht und interessiert mich mehr, als zu schauen, woran man jetzt genau Unterschiede festmachen könnte, sondern es drückt ja auch ein Begehren irgendwie aus und dieses, ja, und das ist von weiblicher Seite her noch extrem unterrepräsentiert, würde ich sagen. The Hair geht eigentlich eher um eine Art Freiheit des Blicks, eigentlich auf den Mann, quasi als, auf den Mann als Objekt zu schauen und dass ich halt quasi die Schauende bin. Und ich habe halt am Anfang, als ich das angefangen habe zu filmen, habe ich eigentlich auch immer gesagt, entweder ich gehe Pinguine filmen oder ich gehe
Rehe-Film, weil ich halt fand, dass die, dass diese Männer in diesen Anzügen halt wie so, quasi wie so, ja, so Horden, wie sagt man das im Deutschen, so Rehgruppen sind, die halt so, so elegant, so mehr oder weniger elegant über, durch ihre Businessviertel galoppieren. Sie zeigen den erotischen männlichen Körper auf eine Weise, die sich weder heterosexuellen Darstellungskonventionen fügt, noch dem Mainstream-Feminismus angleicht, der den Mann allein als Inbegriff patriarchaler Macht identifiziert hat. I was very interested in doing these sexual works from a woman's point of view. And the way I did that was to use my own self. And that's how I started working from the self-image. It was never about representing me, but it was about getting a real person and showing how a real person looks and thinks and experiences her own body. I wanted not a reflection in the mirror or even a camera. I wanted it to be how you actually feel your own flesh. Es sollte also schon eine Reflexion darüber sein, dass da also eine Spannung ist auch zwischen Männern und Frauen, auch fremde Männer und Frauen, wenn sie sich begegnen. Das haben wir beobachtet, auch bei vielen Reisen. Und ja, dass das einfach immer wieder das ein Element spielt auch, inwieweit man das zulässt, Intimität oder... Ja, was das ausmacht eigentlich, wenn man also heterosexuell ist und eine Begegnung als Frau mit Männern hat und umgekehrt. Der Titel ist ein Hinweis darauf, Censored Rooms, also nicht nur das, was in einem Raum stattfindet, wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau sich begegnen, sondern auch, es bezieht sich auf den Körper, dass das, was in dem Körper ist, die Emotionalität, die mentale Ebene, auch die physische Ebene, dass es geheim eigentlich bleibt, ne? Und dass es eigentlich auch ein großes Risiko ist, immer wieder sich auf jemanden einzulassen. Also ich habe damit angefangen, eigentlich so Anfang, Mitte der 80er Jahre. Der Auslöser waren Fotos eines schwulen Fotografen, die in einem Essener Hotel vergessen worden waren, beziehungsweise der Mann hatte die Zeche geprellt und da waren diese Fotos liegen geblieben und das Hotel gehörte der Tante einer Kommilitonin. Und diese Kommilitonin hat mir also dann kichernd diese Fotos überreicht und gesagt, Anke, das ist doch was für dich. Die kannten mich besser als ich mich selber. Okay. Und dann habe ich diese Fotos genommen, abgemalt. Das waren aber bloß 3 oder 4. Und danach habe ich gedacht, okay, also die Ästhetik war so speziell. Da waren dann so diese pickligen Jünglinge, die da standen wie so Opfer und mit irgendwelchen hässlichen Philodendron, die da so reinragten ins Bild und einen knalligen Schatten, so ein harter Schatten dahinter. Also es war irgendwie so Null-Ästhetik, Füße so ein bisschen abgeschnitten. Und dann habe ich den schönsten Mann an der Akademie, der ein paar Jahre älter als ich war, das war so ein richtiger gestandener Maler und ich war irgendwie mehr oder weniger so ein Erstsemester oder sowas, oder Zweitsemester, habe ich dann also ihn gefragt, ob er mir ein Modell stehen würde für Fotos, nackt. Dann habe ich mir zu Weihnachten einen guten Fotoapparat schenken lassen und Scheinwerfer geborgt aus einem Braunschweiger ausrangierten Nachtclub auf der Straße im Müll so ein paar Plastikphilodendron gefunden und habe dann diese Fotos nachgestellt, mehr oder weniger so mit all diesen Ungeschicklichkeiten drin. Und als dieser junge, schöne Mann, der meine Muse für alles war, an den ich mich auch sonst nicht rangetraut habe, also ich war so, als der dann die Stadt verließ und woanders hinzog, da war ich, habe ich gedacht, jetzt ist mein künstlerisches Leben zu Ende, jetzt muss ich aufhören, jetzt ist meine Muse weg und habe dann aus lauter Sehnsucht den Lebensgruß gemalt. Lebensgruß. Zweimal. Ich habe die Serie fotografiert 2011, habe ich angefangen und sporadisch immer mal weiter fotografiert bis 2014 hat sich das dann gezogen. Das sind alles Männer, die ich auf einer Online-Plattform gefunden habe, auf einer Sex-Dating-Online-Plattform im Internet. Und mir war wichtig, dass es heterosexuelle Männer sind, weil
weil es den homoerotischen Blick, weil der schon relativ verbreitet ist. Also ich habe mir immer gerne Aktbilder angeschaut und bin auch sozialisiert mit dem homoerotischen Blick auf Männer, habe aber irgendwie auch immer gemerkt, dass ich damit nicht angesprochen werde, dass das auch wieder ein männliches Begehren spiegelt, was ich total schön finde, aber halt eben gemerkt habe, dass es sich nicht auf mich bezieht. Und irgendwie das gepaart mit Lust auf Abenteuer hat mich dann so ein bisschen auf die Reise geschickt, mich mal umzuschauen. So I began this work when I turned 50. And my husband was 62. And part of the motivation had to do with the fact that women, as they age, to start with, become invisible in the culture. So after they cease to be a sexual commodity, after they cease to be a breeder, their usefulness, in a sense, is finished in the culture. And I also felt that part of the feminist project is having women take up space. You know, being in the public discourse, being part of what's happening in their surroundings and not being invisible. So that was a part of it. And when I began, it was a lot of fumbling around before it became realized. So I started shooting pictures in 2003, and the first set of images that I felt were ready to show, which are the ones on this wall, were shot in 2008. So that's about how long it took to really develop this. When I first sent the first few images to a girlfriend who is an artist who I adore and have known since I was 18 years old, her reaction was, she was horrified. She said, "Susan, what are you doing? This is awful. Who would want to look at this? Why are you doing this?" And I remembered thinking, I really care about this person. I was also really upset. I thought, oh no, why is she reacting like this? And then after a little bit of taking a deep breath, I just kept going. About 3 or 4 months later, she wrote back to me and said, "Your images have changed how I look at my body, and they've changed my sex life with my husband, and thank you." So she completely changed her mind about what they were doing. Ich hatte die Idee, wirklich die ganze Skala an Gedanken zu zeigen. Aber ich bin auch in der Überzeugung, wenn man dem Ganzen eine strenge Form gibt, kann man inhaltlich ganz viel zeigen. Ohne dass es eben schmutzig oder sleazy wird in dem Sinne. Man muss es eine Form geben, also auch eine Künstler schon nachdenken, künstlerische Umsetzung machen und dann kann man inhaltlich ganz viel reinpacken. Das war eigentlich meine Philosophie. Anstatt den Phallus als reines Symbol weiblicher Unterdrückung zu betrachten, arbeiten diese Künstlerinnen daran, ihn aus den verschiedensten Perspektiven zu zeigen und sich den männlichen Körper künstlerisch anzueignen. Vielleicht auch, um zu signalisieren, dass der Ausdruck von Lust aus weiblicher Perspektive nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung anzusehen ist. Als feministisches Begehren, das klassische Rollenzuschreibung in Frage stellt und den Diskurs für neue Möglichkeiten sexueller Identität eröffnet.